kochen heute einmal eine Bärlauchcremesuppe. Wie ihr hier an dem Foto sehen könnt, sind unsere Wälder teilweise komplett überwuchert von Bärlauch. Ich habe mir hier jetzt einen kleinen Bereich ausgesucht. Man muss natürlich immer darauf achten, dass die Hunde unten nicht hinmachen oder dass von oben kein Müll runtergekippt wird, der vielleicht die Erde irgendwie verseuchen könnte. Also schon irgendwo einen Bereich aussuchen, wo man sicher ist, dass also kein Dreck und auch keine Chemie mit reinkommt. Tut diesen Bärlauch wirklich gut waschen. Also ich habe das jetzt alles in eine Badewanne geworfen, wie man hier sieht. Und ich habe also zweimal das Wasser gewechselt und ordentlich durchgespült. Es sind also immer irgendwelche kleinen Käfer oder auch Zecken dran. Ich habe auch einige abgekommen beim Pflücken. Der Hund sowieso, der ist schon mittlerweile übersät. Also tut ihn bitte gut und ordentlich waschen. Ganz wichtig ist natürlich auch eine gute Vorbereitung. Das heißt, wenn wir jetzt die Zwiebeln in der Butter anschwitzen und dann erst anfangen, den Bärlauch zu schneiden, dann verbrennen uns die Zwiebeln, bevor wir mit dem Bärlauch überhaupt fertig sind. Also bitte immer alles vorbereiten, schneiden, so dass wir das nur entsprechend aus den Schüsseln dann entnehmen müssen. Gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Wir nehmen jetzt die Butter, die 125 Gramm. Und bei mittlerer Hitze lösen wir diese auf und legen dann den Baconspeck rein. Man könnte ihn jetzt in Streifen schneiden, in Würfel schneiden und dann später auch nochmal verwenden, zum Beispiel für die Suppe als Beilage. Ich möchte jetzt aber in diesem Fall den Speck einfach nur ausdünsten lassen, dass die Geschmacksstoffe in die Butter übergehen, und werde den Speck dann im Endeffekt vernichten. Wie man jetzt hier auf dem Foto sieht, meinem Hund schmeckt es hervorragend. Er hat also seine Freude dran und wie einen guten Geschmack in der Suppe, der aber auch nicht zu intensiv ist, auch nicht später dann durch den Speck in der Suppe drinnen. Ich möchte heute also wirklich einmal den Hauptgeschmack, den Bärlauchgeschmack herausstellen und nicht irgendwelche Gewürze schmecken oder in diesem Fall eben den Speck, sondern wirklich eine schöne cremige Bärlauchsuppe bekommen. Und die machen wir jetzt eben gemeinsam hier. Also, das Fett ist heiß, dann können wir jetzt die gesamten geschnittenen Zwiebeln in das heiße Fett reingeben. Dazu dann entsprechend den geschnittenen Ingwer, den ihr auf dem Foto vorher schon gesehen habt. Und jetzt kommen wir natürlich zu dieser tollen Knoblauchplatte, die ich schon mal erwähnt hatte in einem anderen Video. Hier ist natürlich jetzt alles drin an Gewürzen, die ich hier auch notiert habe, also Rosmarin, Thymian, Salz, Pfeffer ist auch ein bisschen drin, aber da müssen wir noch ein bisschen was nachgeben. Auf jeden Fall ist das hier jetzt gehäckselter Knoblauch und wird von mir also in Platten gegossen, eingefroren, und dann breche ich immer das runter, was ich brauche. Ihr werdet natürlich jetzt einen frischen Knoblauch haben, werdet den schneiden und dann entsprechend den Zwiebeln dazugeben. Das Ganze lassen wir jetzt so 7-8 Minuten in den Topf schmoren. Immer wieder umrühren, weil es darf auf keinen Fall braun werden. Also das bitte unbedingt beobachten. Wenn die Zeit um ist, dann geben wir einfach eine ordentliche Prise Salz und ein bisschen Pfeffer noch hinzu. Ich habe vorbereitet immer in einem Glas 4 Teile Salz und 2 Teile Pfeffer. Und diese Mischung, die verwende ich eigentlich für alle Speisen im Haushalt, ob ich jetzt Bratkartoffeln mache oder Kartoffelpuffer, wie auch immer. Überall, wo da ein bisschen Salz mit reinkommt, habe ich auch gerne ein bisschen Pfeffer mit dabei. Nun geben wir den geschnittenen Bärlauch hinzu und lassen den so 15 Minuten richtig schön ausdünsten. Hier auch bitte immer wieder umrühren, weil das jetzt halt auch ganz schnell anbrennen kann. In der Zwischenzeit gehen wir her, nehmen uns einfach ein paar Blätter und zupfen unten auch die Stängel ab, so dass wir also wirklich nur die feinen Blätter haben. Die werden dann ganz fein geschnitten und kommen dann ganz zum Schluss noch als Einlage in die Suppe mit rein. Die abgezupften Blattenden kann man dann einfach der Suppe noch hinzufügen. Die lassen wir dann einfach noch mitkochen. Ab und zu kommt es auch vor, dass ich noch mal Bärlauch finde, die auch ein Stück Wurzel noch dran haben.
Da gehe ich dann einfach her und setze die zu den Balkonblumen dazu. Oder ich habe in diesem Fall extra sogar einen Behälter, wo ich immer wieder mal Bärlauch mit dazu stecke. Und oft geht er dann auch an. Und wie man hier sieht, das meiste ist auch vom letzten Jahr, gedeiht er auch ganz gut. Also so ab und zu mal für einen Salat einfach ein paar Bladeln abzupfen, ist eigentlich ganz lecker. Gut, die Zeit ist um. Das heißt, jetzt kommt der halbe Liter Wein mit hinzu. Das Ganze lassen wir jetzt noch mal so 2-3 Minuten dann köcheln. Und dann geben wir entsprechend die 3 bis 3,5 Liter Brühe hinzu. Und das dann auch noch mal so, ja, 10 Minuten, 15 Minuten darf das ruhig noch mal köcheln. Bitte nicht voll aufdrehen und köcheln lassen. Lasst es ruhig auf mittlerer Stufe und lasst es schön ausziehen. Also die Geschmacksstoffe sollen richtig schön rausgezogen werden aus den Blättern. In der Zwischenzeit, wo das Ganze jetzt brodelt, werde ich jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Ich habe vorher schon ein paar schöne große Blätter herausgesucht. Habe diese nochmal zusätzlich gewaschen und trockne diese dann, also auf einem Küchentuch, lege sie so zusammen, wie hier auf dem Bild zu sehen, und friere diese dann ein. Also die verwende ich dann zum Beispiel, wenn ich mal Rouladen mache, als Unterlage oder auch einfach mal so 2-3 Blätter für einen Salat. Man kann sie auch als Suppeneinlage später mal, also jetzt nicht in der Bärlauchsuppe, aber egal was für Suppen man macht, wo das zu passt, kann man einfach mal ein bisschen was klein schneiden und oben auch zur Dekoration drauf streuen. So 5 Minuten bevor die Kochzeit zu Ende ist, gebe ich dann noch so einen guten gehäuften Esslöffel Pfeffer mit hinzu und auch eine kleine Prise Muskat. Vorher habe ich natürlich noch die Blätter entsprechend zusammengelegt und in ganz feine Streifen geschnitten. Die kommen dann aber erst dann in die Suppe, wenn die Suppe auch wirklich fertig und abgeschmeckt ist. Und diese bitte also nicht zu lange kochen lassen, sondern die kommen wirklich in die heiße Suppe rein und sollen nur etwas mitziehen, dass man auch ein bisschen was zwischen den Zähnen hat. So sieht das Ganze jetzt natürlich nicht besonders appetitlich aus. Selbst wenn wir das jetzt halt richtig schön durchpüriert haben, ist das immer noch nicht die Konsistenz, die wir haben wollen. Wir wollen ja eine schöne cremige Suppe haben. Und da sind jetzt natürlich die ganzen Fasern noch drin. Darum ist es jetzt also ganz wichtig, dass das, was wir jetzt halt hier püriert haben, durch ein feines Sieb geben. Und dann das, was im Sieb hängen bleibt, auch nochmal schön fest durchreiben. Also das, was durch Sieb durchpasst, das soll also auch wirklich durchgehen. Das heißt, wir reiben also immer schön mit dem Kochlöffel hin und her, so lange, bis wir also eine relativ trockene Masse im Sieb haben. Diese nehme ich dann übrigens auch her für eine Soße. Also wenn ich jetzt einen Schweinsbraten mache oder ja irgendetwas, eine Wildsoße, wie auch immer, dann gebe ich diesen eingefrorenen Klumpen dann entsprechend dem Fleisch mit hinzu. Das gibt also nochmal wirklich eine richtig feine Note. Und so wie wir das jetzt hier sehen, ist das jetzt also das Ergebnis von dem Passieren. Also die sieht jetzt schon relativ cremig aus. Da fehlt jetzt aber natürlich auch noch der ordentliche Schuss Sahne. Und den geben wir jetzt noch mit hinzu. Viele arbeiten hier nur mit Sahne, aber ich gebe ganz gerne nochmal einen Liter Milch hinzu statt einen Liter Sahne. Ganz einfach, damit das Ganze nicht so fettig wirkt. Denkt auch bitte dann daran, dass ihr noch einen halben Liter Milch aufhebt, die also nicht gleich vollständig mitten in die Suppe kippt, sondern dass ihr das dann später eventuell zum Verdünnen hernehmt. Also falls die Suppe nochmal abgeschmeckt werden muss, ist das ja in Ordnung. Aber wenn dann die Suppe etwas zu kräftig ist, dann kann man ganz einfach mit der zurückbehaltenen Milch dann die ganze Suppe noch ein bisschen verdünnen.
Am besten dann auch in einer Flasche ein wenig Flüssigkeit lassen und dann etwas Mehl mit hinzu und das ordentlich durchschütteln. Das Mehl ist jetzt da, um die ganze Suppe nochmal etwas abzubinden, damit sie nicht gar so flüssig ist. Aber das müsst ihr einfach ein bisschen im Gefühl haben. Also hier kann ich jetzt keine Mengenangabe nennen. Gebt einfach schluckweise immer etwas der Suppe hinzu, lasst es dann kurz aufköcheln. Dann bindet sich das Ganze ja und entsprechend der Konsistenz könnt ihr dann noch ein bisschen was hinzugeben, solange bis ihr die Konsistenz erreicht habt, die ihr haben wollt. Und wie man jetzt hier sieht, haben wir jetzt also wirklich eine schöne, glänzende, cremige Suppe erreicht. Und genau in diesem Zustand dreht ihr jetzt bitte den Herd komplett aus und lasst die ganze Suppe nochmal so 10 Minuten ziehen. Dann gebt ihr die ganz fein geschnittenen Bärlauchstreifen hinzu und rührt das alles nochmal um und lasst es dann so, ja, nochmal 10-15 Minuten stehen. Und dann könnt ihr das auch bereits schon abfüllen. Schmeckt es halt nochmal ab. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das eigentlich schon gemacht habt, aber dass ihr auch wirklich zufrieden seid. Und wie gesagt, dann einfach abfüllen, kalt werden lassen. Ich lasse es dann über Nacht meistens in der Küche stehen, mache dann die Deckel drauf in der Früh und friere das dann auch gleich ein. Dann kann ich jetzt eigentlich nur noch einen guten Appetit wünschen und viel Spaß beim Ausprobieren und gutes Gelingen. Alles Gute!